Und schon hatte sich die Fahrt zum Landgestüt Redefin gelohnt. Der umfangreiche und reichlich bebilderte Wunschzettel war beim Weihnachtsmann angekommen. Der Winterzauber auf dem Landgestüt wirkte schon bei seiner dritten Ausgabe so, als wäre er lange gehegte Tradition. Sorgsam ausgewählte Stände boten kleine Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und Geschenke-Geheimtipps statt Ware von der Stange. Ganz nach dem selbstgewählten Credo: Weihnachten leben. Wir haben hier, glaube ich, einen ganz besonderen Charme, weil wir ruhig, gelassen, locker und entspannt Weihnachten feiern wollen. Und wir hier keine Hektik haben, wir haben keinen großen Rummel, ganz bewusst nicht, sondern hier kann man Weihnachten leben. Und man kann mit einem verzauberten Winterzauber nach Hause gehen. Ohne Zauberer kein Winterzauber. An spektakulärer Unterhaltung neben der vorweihnachtlichen Gemütlichkeit mangelte es nicht. Wer sich auf Entdeckungsreise begab, fand gar Rekordverdächtiges. Zum Beispiel den besten handgemachten Bergkäse Europas bei Sepps Käsealm aus Bregenz, Österreich. Der Bergkäse, der zum Beispiel hier, ja, das ist mit 23 Fett, also sehr wenig, ja, ein Bombengeschmack. Und hat halt die Goldmedaille gemacht, gell? Also soll Europas bester Bergkäse sein, gell? Aber das ist immer noch Geschmackssache, das muss jeder für sich entscheiden. Die sind schon sehr würzig, gell? Also der Norden mag lieber milder und umso weiter wir in den Süden kommen, umso würziger darf er sein. Während verzaubert und geschlemmt wird, machte sich nebenan Hengst Cape Hope und die Voltigiergruppe 2 vom PSV Beutzetal warm. Von 7 Turnieren holten die Mädels 6-mal die goldene Schleife im Nachwuchsbereich. Jetzt zeigten sie ganz beiläufig, welches große Spektrum ihr Sport abdeckt. Leicht ist in dem Sinne, wenn die Turner zum Beispiel noch die Griffe viel festhalten, vieles in sicheren Positionen sitzen machen, im Sitzen oder in der Hocke machen. Schwieriger wird es dann schon im ganz großen Voltigierbereich, wenn der Turner dann alleine auf dem Pferd springt oder einen Flickflack abmacht, wenig die Griffe berührt und ja, und das alles sehr harmoniert, sag ich mal. Da wird es dann schon schwieriger. Akrobatisch weniger anspruchsvolle Runden konnten auf dem historischen Kinderkarussell gedreht werden. Gleich daneben gab es nicht mehr und nicht weniger als ein kleines Museum zu entdecken. Denn viele der Stücke sind echte Antiquitäten. Aber das Bemerkenswerteste daran war vielleicht, wie G. Lunden aus dem niederländischen Gent überhaupt nach Redefin kam. Ich sollte eigentlich nach Dillenburg fahren, aber ich bin vom Laster gefallen, hatte ein bisschen Schmerz an meinem Knie, war aber der Doktor konnte nicht schnell genug in Dillenburg kommen. Da habe ich gedacht, weißt du was, dann gehe ich nach Redefin. So bin ich hier gekommen. Und wir bieten an, antike Dekorationen von innen und außen, 60% antik, 40% Neuware. Er verkauft Geschichten, sagt G. Lunden. Je ungewöhnlicher das Stück, umso besser. Und hier habe ich aus Rietveld ein altes Designstück aus der 30er Jahre. Das ist, ja, man heißt heutzutage, wird das Design sein. Und das Komische daran ist, alte Traktorsessel, die man nach unten bringen kann und hochbringen kann. Man kann die bestellen. Hoch und runter. So. Und der Tisch auch. Und das fand ich so besonders. Und das ist heute in, weil viele Leute, vor allem in Holland, und Dinge wollen das gern haben und finde das schön, Design. Und es gibt Marken und Messe, die nur Design verkaufen und das passt da sehr gut rein. Das ist ein absoluter Industriedesign. Der Winterzauber auf dem Landgestüt Redefin bot eine kleine Zauberwelt mit dem Charme eines familiären, gemütlichen Weihnachtsmarktes. Das jahrhundertealte Landgestüt hat damit eine eigene, ganz neue Tradition ins Leben gerufen. Und der ein oder andere Wunsch vom Zettel konnte bestimmt direkt erfüllt werden.